Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer, dienstags. Das heißt also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Die übliche Telefonnummer 0800 220 5050. Die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und die Faxnummer 0800 220 50 51. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sascha und der ist 27. Hallo Sascha. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, du bist so weit weg. Ja, so besser? So. Genau. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe also vor knapp 2 Wochen eine Frau kennengelernt durch einen SMS-Chat. Und mein Problem ist der krasse Altersunterschied. Lass mich raten. Du bist 27? Ja. Soll ich das nach oben raten oder unten raten? SMS-Chat machen eigentlich vielleicht eher jüngere Leute. Nein. Also rate ich nach oben. Ja. Du bist 27. Ja. Ja, der krasse Altersunterschied. Du sagst krass, ne? Ja. Dann, also für mich krass. Ne? Dann sage ich mal so 77. Nein. dann trifft es doch schon eher 44. 44, na gut, ja. Also Mann. Ja, das zweite Problem ist, dass wir schon über Heirat sprechen. Ach, ihr habt euch noch gar nicht gesprochen, ihr simst nur miteinander? Nein, wir haben uns zuerst gesimst, kamen auch super miteinander zurecht, haben uns gut verstanden, dann haben wir uns getroffen. Ach so. Dann haben wir geredet am ersten Mal und dann ist sie zurückgefahren, dann kam sie am nächsten Wochenende wieder. Sie wohnt also nicht ganz weit weg von dir, oder? Nein, sie wohnt in Gelsenkirchen, ich wohne in Mönchengladbach. Ja, geht ja. Ja. Und beim zweiten Mal ist es dann schon ein bisschen mehr und intensiver geworden. Wir haben also miteinander geschlafen. Ja. Und wir lieben uns abgöttisch. Also wirklich, wir haben uns super verstanden. Sie hat mir von ihr viel erzählt. Ist sie denn von mir? Sie ist nicht gebunden. Nein, sie ist geschieden, hat ein 11-jähriges mongoides Kind. Ja. Also das Kind ist behindert. Ja. Und ich liebe diese Frau abgöttisch und sie liebt mich abgöttisch. So, jetzt sagst du nochmal, sie ist 44 Jahre alt, sagst du? Und jetzt sagst du mir nochmal genau, wann der erste SMS-Kontakt stattgefunden hat. Der allererste. Der allererste war vor knapp 2 Wochen. Vor knapp 2 Wochen. Ja. Du bist ja Jack, Sascha. Ja. Du bist ja Jack. Verliebt. Ja, das ist ja schon... Und ihr redet jetzt von Heirat nach 2 Wochen? Ja, das stimmt. Alles. Wie viel Mal habt ihr euch denn gesehen? Wir haben uns jetzt schon bestimmt 7 Mal gesehen. Wow, 7 Mal. Das ist natürlich eine krasse Zahl. Ja. Und ist das von ihr ausgegangen oder von dir ausgegangen mit dem Heiraten? Von ihr aus. Und ich wollte es auch nur, ich wollte sie nicht bedrängen. So ja, Moment mal, ihr seid ganz im Ernst. Ihr kennt euch 2 Wochen. Ihr habt euch 7 Mal getroffen. Ja. Und dann sagt die Frau allen Ernstes, pass auf, ich finde dich so super klasse und toll, lass uns heiraten. Ja, da ist wirklich Liebe im Spiel. Ja, aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Ob da nur Liebe im Spiel ist oder nicht Liebe im Spiel. Die hat mit ihren 44 Jahren, oder 44, ja genau, hast du gesagt, hat die zu dir gesagt, lass uns heiraten, nach 7 Mal treffen? Ja. Was ist denn da los, Sascha? Das stimmt, Domian, da stimmt einfach alles. Na und? Deswegen sagt man doch nicht nach 7 Mal treffen, wir heiraten. Ist ja toll, das alles stimmt, freu dich, ist ja eine tolle Sache. Aber, die Krönung dessen ist ja nun nicht, dass man gleich heiratet. Das schon, aber wenn du dir überzeugt bist, das ist die Frau deines Lebens. Dann musst du immer noch nicht sofort heiraten. Dann ist es immer klüger, erstmal ein bisschen zu warten, vor allen Dingen, wenn man sich erst 2 Wochen kennt. Na, aber was reden wir darüber? Na klar. Du denkst, ich meine, du bist ja nun auch schon 27, du denkst auch allen Ernstes, dass das okay ist, sich nach 2 Wochen darüber zu unterhalten? Ja, das ist ja mein Zwiespalt. Auf der einen Seite will ich es, auf der anderen Seite haben mir natürlich auch andere Leute gesagt, ich warne davor, weil das kann auch etliche Probleme geben, weil erstens mit dem Altersunterschied,
Aber es ist wirklich Liebe. Also, ja, das bestreite ich ja gar nicht. Das glaube ich auch, dass ihr groß verliebt seid. Warum? Du sagst, du bist hin und her gerissen. Was spricht denn dafür, zu sagen, jetzt nach 2 Wochen will ich dir heiraten? Weil ich mir denke, das ist die Frau meines Lebens. Ich will keine andere, ich will sie. Ja, aber die Frau deines Lebens bleibt auch die Frau deines Lebens, wenn ihr noch ein Jahr miteinander toll befreundet seid. Dadurch wird es nicht weniger und dadurch wird die Liebe nicht weniger. Ja, aber vielleicht wollen wir gebunden sein aneinander. Bitte? Vielleicht wollen wir aneinander gebunden sein. Ja, aber wenn ihr wirklich verliebt seid und das eine tolle Sache ist, seid ihr automatisch aneinander gebunden, dann braucht ihr keinen Trauschein. Ja, sie will auch jetzt nach Gladbach schon ziehen, hat sie gesagt. Sie möchte runterziehen. Ist okay. Dagegen ist ja nur auch nichts einzuwenden. Aber ich würde auf keinen Fall jetzt schon mit der Frau zusammenziehen, Sascha. Und ich würde auch nie und nimmer über so etwas reden wie Heirat nach 2 Wochen. Das ist doch vollkommen absurd. Ihr schadet eurer Liebe. Wenn es denn Liebe ist, da wollen wir auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seid verknallt im Moment. So, ihr schadet eurer Verknalltheit. Nennen wir es mal Liebe. Schadet ihr überhaupt nicht, wenn ihr einfach wartet. Genießt doch eure Liebe, lebt doch eure Liebe. So, in einem Jahr unterhalten wir beide uns nochmal und dann können wir eher darüber reden. Ja. Aber ich hab Angst, sie so vielleicht zu verlieren. Ja, wenn du sie so verlierst, dann ist das aber nichts Dolles mit der Frau. Also hör mal, das wäre eine klare Sache der Erpressung, wenn sie sagt, wenn du mich jetzt nicht heiratest, dann will ich dich auch nicht. Nee, so sagt es nicht, aber sie sagt mir zwar, ich nehme dich so, wie du bist und ich liebe dich, trotzdem habe ich irgendwie Angst. Sascha, also nochmal der gute Ratschlag, lass dich jetzt da nicht unter Druck setzen. Freu dich, dass ihr euch gefunden habt, macht ganz viel Sachen miteinander, lernt euch erstmal kennen. Und dann, wie gesagt, in einem Jahr oder so kann man über solche weiteren Schritte nachdenken. Aber nicht jetzt. Ist zu früh. Finde ich viel zu früh und es gibt keine Begründung dafür. Und wenn die Frau dann weg ist, weil du nicht sofort so machst, wie sie will, dann ist mit der Frau auch nicht viel los. Sag ich so. Ja, weil sie vermittelt mir halt das Gefühl, dass sie mich abgöttisch liebt. Ja, dann liebt ihr dich auch noch ganz doll abgöttisch, wenn ihr nicht verheiratet seid. Ja, weißt du, die SMS, die mir öfter schreibt, was da alles steht, und sie hat mir auch eine Karte zum Geburtstag, ich hatte gestern Geburtstag und sie hatte mir eine Karte geschrieben, und was da drin steht, das ist der Hammer. Ich freue mich. Ja, ich freue mich ja auch für dich, Sascha. Mhm. Aber langsam. Lass es langsam angehen. Da braucht man auch keinen Trauschein für. Ja. So, in diesem Sinne, genieß die Liebe, aber ohne Trauschein im Moment und lass dich nicht unter Druck setzen. Okay? Ja, okay. Alles Gute. Alles klar. Danke, Jürgen. Schönen Tag noch. Ja? Jo, tschüss. So, meine Lieben, unser Thema morgen heißt, dieser Anruf hat mein Leben verändert. Ich möchte gerne mit euch reden über Anrufe, die euer Leben in eine ganz bestimmte, vielleicht gravierende oder dramatische Bahn verändert haben, Richtung verändert haben. Im negativen Sinne, vielleicht auch im positiven Sinne, wenn der Anruf kam, hier 10 Millionen gewonnen oder sowas, wenn man das per Anruf gesagt bekommt, weiß ich nicht. Also Dinge, die passiert sind, die man euch über einen Anruf vermittelt hat, die euer Leben dann wirklich in eine ganz andere Bahn gelenkt haben, vielleicht in eine sehr traurige oder komplizierte Bahn für euer Leben. Also das Thema morgen, dieser Anruf hat mein Leben verändert. Und hier ist Martin und Martin ist 25. Hallo Martin. Ja, hallo Jürgen. So, ich bin ein bisschen aufgeregt, ist aber normal. Das ist völlig normal, ja. Mein Thema ist es Analphabet. Analphabet? Jo. Das heißt, du bist ein Analphabet? Ja, leider. Mhm. Also ich habe voll das Problem damit. Also wenn ich in der Stadt gehe, also in der Straßenbahn, frage ich mal Beispiel, wie spät, wann die Bahn fährt oder irgendwie was, dann wird man dumm angemacht deshalb und dann wird man auch nicht wahrgenommen und das finde ich auch Beispiel auch nicht okay von den anderen. Moment, wenn du fragst, wirst du dumm angemacht? Weil, ja, Beispiel, ja. Weil die Leute sagen, da steht's doch, warum fragst du, oder wie? Ja, das ist das Problem bei mir. Ja. Und erzähl mal von vorne, 25 bist du, wie ist das passiert, dass du in der Schule hast nicht lesen lernen und schreiben lernen können? Mein eigener Vater, der hat mich sexuell missbraucht, also geschlagen. Moment, und das sexuell missbraucht und geschlagen? Ja,
mit meinen drei Geschwistern noch. Ja. Also das finde ich schon ein bisschen heftig und ich komme selber manchmal nicht damit klar. So auch. Dein eigener Vater hat dich sexuell missbraucht? Ja, leider. Wie alt warst du da? In welchem Alter? Von wann bis wann? Also ich habe mit drei aufgehört zu sprechen und mit neun wieder angefangen in dem Zeitpunkt. Zwischen drei und neun? Ja. Und da erinnert man sich ja schon sehr gut, ne, an Dinge, ja, die... Das ist ja das Problem auch, ne? Hat er mit dir Geschlechtsverkehr ausgeübt? Ja, leider. Also mit dir, mit dem kleinen Jungen, hat er, den hat er penetriert? Ja. Mhm. Ich bin nur ein bisschen verlegen, wenn ich darüber rede, aber ist normal, denke ich. Ja, das ist normal, weil es auch natürlich dich an etwas sehr Schlimmes, an etwas unglaublich Schlimmes erinnert. Hat deine Mutter das mitbekommen? Das war irgendwann später, ich weiß noch nicht wann, also hinterher, also durch meine Geschwister, glaube ich, denke ich mal, daher. Und dann hat sie ihn angezeigt. Achso. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung? Ja. Und dann hat er noch 5 Jahre dafür bekommen und ja das ist eine Sauerei, sowas. Das kann keine 5 Jahre sein, das müssten solche Leute unter dem Gitter bleiben. Ja. Also so sehe ich das an. Also er hat es mit dir gemacht und mit deinen anderen Geschwistern? Wie viele Geschwister hast du? 2 noch? Nein, noch 3 Stück. Noch 3 Geschwister. Wie alt sind die? Jünger, älter oder bist du so um dich herum gruppiert? Also Bianca ist 24, Nicole ist, ich muss jetzt ein bisschen lügen, so circa 28, 29 und die Anja müsste irgendwas mit 32 sein. Ja. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wie alt die sind. Das hat aufgehört dann durch die Anzeige deiner Mutter. Ja, also sie hat ihn auch rausgeschmissen sofort. Ja. Und das dann, bitte? Ja, erzähl weiter. Und dann hat meine Mutter irgendwann einen neuen Mann kennengelernt, also mein Stiefvater. Mhm. Und der hat mich so gesehen wieder richtig auf eine Bahn gebracht. Also ich habe mit Männern voll Schiss gehabt. Ich habe ihn abgehauen, wo ich einen Mann schon gesehen habe. Ah ja, also war das ein Glück, dass du da dann auf einen Typ gestoßen bist, der es gut mit dir meinte? Ja, also ich hatte auch vor ihnen Angst, ist es nicht. So ziemlich stark Angst. Mhm. Ja. Also das war die Phase in deiner Kindheit, wo du gar nichts gesprochen hast und da warst du ja auch schon in der Schule. Ja. Ne? Also du sagtest gerade von... Bitte? War eine Lernbehindertenschule. Ah ja. Geistbehinderte. Mhm. Und dann hast du mit 9 Jahren wieder angefangen zu sprechen. Ja. Also von alleine oder hat man da in der Schule, in dieser Lernbehindertenschule, ein bisschen nachgeholfen? Nein, durch meinen Stiefvater. Ach so, durch den Stiefvater. Mhm. So, du warst 9 Jahre alt. Da liegen ja dann dennoch viele Jahre Schulzeit vor einem. Da ist es dir nicht gelungen, das wieder aufzuholen, was du da versäumt hattest in den ersten Jahren? Leider nicht. Also ich habe alles versucht selber. Ich habe auch viele Freunde, die mir geholfen haben, aber es hat bei mir nicht geklappt. Also ich kann noch nicht mal das ABC. Also das ist schon, also ich finde das irgendwie schon schade, ich nicht. Ja. Jedenfalls das ABC kann. Hast du dann einen Abschluss dennoch geschafft, einen Sonderschulabschluss oder irgend so etwas? Nein. Habe ich nicht. Wann bist du von der Schule abgegangen? In welchem Alter? Mit wie viel? Mit 18. Mit 18, das heißt doch so lange warst du noch da und hast dich da durch die Schule so durchlaviert. Aber ist den Lehrern das denn nicht aufgefallen, dass du nicht lesen und schreiben konntest? Doch schon, aber die haben doch alles versucht. Aber ich konnte beispielsweise noch nicht mal die Buchstaben alleine. Zum Beispiel bei Ihnen auf dem Schild, da steht das D-O-M-I-A-N. So kann ich aber nicht zusammenschleifen, Beispiel. Also da habe ich meine Probleme mit. Also du kannst die einzelnen Buchstaben kannst du erkennen, kannst aber daraus kein Wort formen. Nein. Das ist mein Name. Ist vorne auch noch das D. Siehst du es im Fernsehen im Moment? Ja. Ne, das ist das D. O M I A N. Du mir. Was hast du so dann in den letzten Jahren gemacht? Bist du Hilfsarbeiter irgendwo oder hängst du einfach nur so ab oder wie läuft das? Nee, ich bin jetzt hier in Bielefeld, wo ich jetzt wohne, bin ich so eine Behindertenwerkstatt reingekommen und da arbeite ich jetzt auch. Ja. Also das ist schon für 84 Euro ziemlich zu wenig für das Geld, so sehe ich das. Ja. Also das ist gar nichts. Also ich sag mal so, das Geld kann ich auch aus dem Fenster wieder schmeißen, das ist nichts. Du hast ja gerade gesagt, ein schönes Beispiel. Du sitzt an der Straßenbahn oder U-Bahn oder wo auch immer. Da steht eine große Tafel, der nächste Zug kommt dann und dann und du fragst die Leute und die sagen, hä, ist der bekloppt? Wieso guckt? Der sieht's doch da, dass es kommt. Sag mal noch ein paar andere Beispiele so im Alltag, wo du überall geht's ja darum zu lesen. Wo, ja, Beispiel Busfahren.
Oder wenn ich eine Nachricht bekomme übers Handy, da können Sie mir die wohl bitte vorlesen. Dann werden Sie denen sagen, ja, du bist doch bekloppt, du kannst doch lesen. Stimmt, ja. Busfahren auch nicht, weil du vorne das Schild auf dem Bus nicht lesen kannst. Ja, ja. Das ist das Problem. Ganz zu schweigen von Zeitung lesen und so, das geht sowieso alles nicht. Wie ist es im Fernsehen? Im Fernsehen gibt es ja auch viele Dinge, die man einfach erstmal so lesen muss. Gibt es da auch Sachen, wo du Probleme hast? Eigentlich nicht. Ich schalte ja immer hin und her mit dem Fernsehen, wo was dran ist. Und Wie ist es? Man muss ja auch schon mal zu Behörden gehen, dann mal irgendwo was ausfüllen. Passiert ja immer wieder mal im Leben. Wie machst du das? Da kommt ein Betreuer von mir mit. Ach so. Der hilft mir dabei. Ach so. Aber du musst doch immer so ein bisschen in Angst sein. Oh Gott, vielleicht muss ich jetzt irgendwo unterschreiben oder was ausfüllen und dann kann ich das nicht, wenn der Betreuer nicht dabei ist. Das ist ja auch so. Ich darf ja auch keine Handyverträge unterschreiben, weil ich habe eine gesetzliche Betreuerin und die ist ziemlich dagegen. Also ich darf nichts mehr unterschreiben. Kannst du überhaupt unterschreiben? Also mein Hausname ja und mein Vorname ja. Aber das geht schon. Martin, du bist ja nun erst, ich sage mal erst 25, das ist ja noch recht jung. Ich habe mal einmal mit einem Analphabeten gesprochen, der war damals 42. Und der hat mit 40 angefangen, nochmal zu lernen und schreiben und lesen zu lernen, in speziellen Kursen, die damals angeboten wurden in seiner Stadt. Hast du darüber nachgedacht, das vielleicht auch zu machen? Ja, schon, aber ich weiß nicht, wie teuer das ist, weil mit 84 Euro kommt man nicht weit. Also so sehe ich das. Also soweit ich weiß, wir werden uns gleich mal schlau machen, ist das sogar ganz kostenfrei für die Leute, die betroffen sind, weil die in der Regel alle nicht viel Kohle haben. Und es wäre ja noch schöner, wenn die da Geld bezahlen müssten. Wäre das ein Traum von dir, dass du lesen schreiben könntest? Ja, eigentlich mal einen Führerschein zu haben und zeigen, was ich gelernt habe, zum Beispiel. Ja. Also ein Führerschein, und das andere habe ich nicht verstanden. Würdest du gerne was lernen noch, oder? Ja, wenn das geht, ja auch. Eine Ausbildung, eine gescheite jedenfalls, wo ich ein bisschen mehr verdiene. Zum Beispiel als Tierpfleger oder was weiß ich. Ah ja. Gerade Hunde beispielsweise. Ja. Ist nicht auch so mal die Lust für dich, da einfach mal eine Zeitung zu nehmen und mal rumzublättern und zu lesen, auch was da so steht? Da habe ich meine Probleme mit wieder. Also. Ja, klar, das kannst du nicht, ist mir schon klar. Aber ich meine, träumst du nicht davon, das vielleicht doch zu können? Eigentlich schon, ne? Ja, ne? Möchte ich auch mal gerne wissen, was die ganze Welt abläuft. Also Martin, ich will dir mal sagen, du musst dich da erstmal gar nicht schämen. Es gibt in Deutschland, leider Gottes sogar in Deutschland, sehr, sehr viele Menschen, die Analphabeten sind, die durch unglückliche Umstände in ihrem Leben, und du hast wirklich ein schlimmes Unglück erleiden müssen in deiner Kindheit, da so hineingekommen sind. Da kann man nicht für. Du machst es, du bist ja nicht Analphabet, weil du zu dumm oder zu faul bist, sondern du hast schweres Leid erlitten als Kind und warst deshalb nicht fähig dazu. So muss man das erstmal sehen. Ich finde, du und wir werden dir jetzt ein bisschen helfen dabei, solltest alles dran setzen, dass du noch in deinem Alter von 25 Jahren, und das wirst du auch können und schaffen, das nachholen kannst. Ich fände es ganz toll. Und wahrscheinlich wäre es für dich auch eine ganz, 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 ganz tolle Erfolgsgeschichte, wenn du es schaffen würdest. Und da muss man auch nicht Angst haben, zum Beispiel dahin zu gehen zu diesen Kursen, weil das sind alles Leute, die in deiner Situation sind. Die können alle nicht lesen und schreiben. Und der Lehrer, die Lehrerin, die das da macht, ist genau darauf trainiert, euch zu helfen. Das wäre auch Beispiel auch wirklich nicht schlecht. Also kann ich beispielsweise mit meiner Freundin ja auch mal was zeigen, ich lesen kann. Also, ja, genau. Das wäre nicht schlecht. Genau. Oder, ja, das wäre beispielsweise nicht schlecht. So, Martin, jetzt mache ich mal folgendes Vorschlag. Du legst auf, meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Und wir werden mal im Hintergrund jetzt ein bisschen forschen, wo in deiner Umgebung so eine Möglichkeit besteht, dass du so einen Kurs nachmachen kannst. Darüber hinaus fände ich es gut, wenn du vielleicht auch mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte über diese schlimme Zeit sprechen würdest. Denn ich glaube, dass du sicher nie psychologisch betreut worden bist, ne, danach. Doch schon, da war ein Herr aus Warendorf, da habe ich früher in Warendorf gewohnt, ja. Dann kam einer wohl, also da war ich zwischen 11. Aber ist schon lange her. Naja. Ja. Und den Psychologen, wo ich zuletzt war, also da gehe ich nicht mehr hin, nur weil ich ab und zu mal zitterig bin, also ich zappel mit dem Bein, weil ich manchmal nervös bin, ja. Wollte mir deshalb schon Tabletten beschreiben und ich habe gesagt, sind sie doof oder was? Ja. Das kann nicht sein, sowas, ja. Das mag ich nicht. Sehe ich auch so. So schnell sollte man mit den Tabletten nicht die Leute behandeln. Das klären wir jetzt mal. Du legst bitte auf und die Heide ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi.
und würde sehr gerne irgendwann mit dir nochmal sprechen, Martin. Wenn du mir dann sagst, Mensch, ich hab's gemacht und ich kann jetzt zumindest so einigermaßen lesen und schreiben. Ja, warum nicht? Das wäre super. Du legst auf und wir rufen zurück, okay? Also ich wollte Sie noch was fragen. Ich habe noch hier Hirschgeweide, aber haben Sie noch Interesse dafür? Ja, gerne, gerne. Also okay, kein Thema. Weil ich habe mehrmals schon bei euch versucht anzurufen, aber bis jetzt haben Sie ja noch nicht zurückgerufen, oder du? Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, was da im Hintergrund alles passiert. Aber sehr gerne, wenn du eins übrig hast, würde ich mich sehr freuen. Ja, habe ich 2 Stück da. Na prima. Martin, du legst auf, wir rufen zurück, okay? Und vielen Dank nochmal, ich durchgekommen. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 21. Hallo, Jasmin. Hallo, Domian. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe da ein großes Problemchen. Und zwar, ich bin seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und wir sind jetzt letztes Jahr im November zusammengezogen. Mhm. Jetzt ist er ab Januar aber wegen beruflichen Gründen in eine andere Stadt gezogen und kommt nur alle 2 Wochen fürs Wochenende. So. Wie weit ist das entfernt? Ist in Frankfurt. Von, ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Wie viele Kilometer? In Essen bin ich. Essen und Frankfurt? Ja. Okay. Mhm. Okay. Und jetzt habe ich vor 4 Wochen jemanden kennengelernt und der ist das komplette Gegenteil von meinem Freund. Und zwar ist er Italiener, so Latin Lover mäßig und ja, halt das komplette Gegenteil. Und jetzt, er weiß nichts von meinem Freund, mein Freund weiß nichts von ihm. Was heißt ihn kennengelernt? Habt ihr schon getuchtelt miteinander? Ja, wir haben uns schon öfters getroffen, also seit 2 Wochen treffen wir uns regelmäßig. Und was ist schon was gegangen? Ja. Aha. Und das war auch also eine ganz andere Welt, als ich sie kannte. Ah ja. Ja, ich bin mit 16 mit ihm zusammengekommen, jetzt bin ich 21. Ja, das ist eine Jugendliebe, ne? Kann man ja, fast genau. So sagen. Wahrscheinlich dein, ja, vielleicht nicht der erste Freund, aber der erste sehr lange natürlich, klar. Ja. Mhm, ja. Ja, und ich kannte halt noch nichts anderes. Und jetzt habe ich halt einen Italiener mal im Bett gehabt. Und halt eine ganz andere Welt. Da geht's anders zu, was? Da geht's anders zu, ja. Mann. Wie alt ist denn der Italiener? 27. Also 25. Ein 25. Mhm. Mhm. Bisschen verknallt. Könnte man so sagen, ja. Und ich weiß jetzt nicht, also lange kann ich das nicht mehr so laufen lassen, wie es jetzt läuft. Aber ich kann mich auch irgendwie nicht entscheiden. Und aber, das ist mein Problem. Aber der Italiener, wie du sagst, weiß auch nichts von deinem Freund, ne? Nein, der denkt, ich wäre seit Anfang des Jahres Single. Jetzt hast du dich auf beiden Seiten in eine Lügerei verstrickt, ne? So sieht's aus, ja. Obwohl alles noch recht frisch ist. Das sind ja erst 2 Wochen her. Ja. Immerhin. Wenn du das ja schon ein ganzes Jahr betreiben würdest, wäre das heikler. Ich finde, jetzt ist das alles noch im grünen Bereich. Also jetzt kann man, wenn man jetzt handelt, ist es noch okay. Ja. Aber das heißt für mich ja auch, Jasmin, dass irgendwie die Luft raus ist in der Beziehung zwischen dir und deinem Freund. Sonst wäre das nicht so schnell passiert. Nur weil er 3 Stunden entfernt arbeitet. Mhm. Ne? Wenn das richtig alles gut im Lot wäre, wäre die Entfernung Essen-Frankfurt wär nix, wäre kein Problem. Ja. Der Sex ist eher langweilig mit deinem Freund? Ja, erstens machen wir es nicht oft, weil irgendwie die Luft raus ist nach 5 Jahren. Ja. Ja, und ist schon, also, ja, im Gegensatz zu dem anderen langweiliger. Ja. Sonst versteht ihr euch so gut oder ist es dann auch eher öfters gespannt und auch eher ein bisschen langweilig zwischen euch? Eher schon langweilig, schon Alltag, also ist nichts Neues mehr. Also wenn er zum Beispiel dann dich besuchen kommt aus Frankfurt, freust du dich dann auf ihn oder denkst du, naja, es geht die gleiche Nummer, die wir immer haben, die gleichen Rituale? Ja, also ich freue mich schon, wenn er kommt, aber wir streiten uns dann direkt am 2. Tag und dann bin ich irgendwie auch wieder froh, wenn er fährt. Ja. Ja. Klingt nicht dolle. Jasmin, klingt nicht dolle. Klingt wirklich so, als wäre die Luft raus. Ja. Und jetzt ist der Italiener gekommen und der macht's dir zuckersüß wahr. Führt's dir vor Augen, dass das Ganze nicht mehr so doll ist. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich auch sozusagen 5 Jahre wegschmeiße und dann im Endeffekt nach 2 Monaten auch mit dem Italiener abhake, weil das nichts für mich war. Das ist immer das Risiko, wenn man jemanden verlässt. Mhm. Ne? Immer. Ja. Sonst darf man nie jemanden verlassen. Nee. Also ich finde immer ganz gravierend, die ganz objektiven Sachen. Du sagst, der Sex macht keinen Spaß mehr. Du sagst, es ist irgendwie alles routiniert. Es ist fast schon ein bisschen langweilig. Ja. Wir streiten uns doch relativ regelmäßig.
über gewisse oder unwichtige Dinge auch. Ja. Da kann man ja eigentlich auch sagen, die Liebe ist auch nicht mehr da. Ja. Ne, da ist vielleicht noch viel Verbindung und Freundschaft auch und Sentimentalität, weil man viel gemeinsam miteinander verbracht hat, aber Liebe? Ja, Liebe fehlt, glaube ich. Somit hast du quasi jetzt schon die Antwort gegeben, Jasmin, wie es weitergeht. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also wenn du sagst, dass die Liebe fehlt oder die Liebe nicht mehr da ist, ja, dann musst du daraus eine Konsequenz ziehen. Das ist ganz schön schwer nach 5 Jahren. Ja, ist mir klar. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Aber dir wird... Nee, ja gut, wie es anfangen soll, ist, indem man das einfach ganz klar sagt. Mhm. Das ist natürlich die Hölle und schlimm, wenn man das sagt. Und man hat Angst davor. Mhm. Aber du bist ja noch in einer vorteilhaften Situation. Dir wird das Ganze ja noch verzuckert. Nämlich, du hast ja deinen süßen Italiener. Ja. Dein Freund hat keinen süßen Italiener. Oder eine süße Italienerin. Ja. Das heißt, dir ist der Absprung, für dich ist der Absprung gar nicht so schwer wie für ihn. Ich finde, du solltest jetzt schnell mit offenen Karten spielen. Auch für dein eigenes Standing, sage ich jetzt mal. Man steht immer als Lügner blöd da. Immer. Vor sich selbst auch. Ja. Ich finde, 2 Wochen ein bisschen ausprobiert haben, ist noch okay. Ist finde ich nicht schlimm. Schütt rein Wein deinem Freund ein und aber auch dem Neuen, dem Italiener. Ja. Meinst du denn, dass der Freund, der Neue, der Italiener, auch in dich sehr verliebt ist? Oder ist das für den nur so eine Liebelei? Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Mhm. Also er sieht ziemlich gut aus und so wie er ja ehrlich gesagt im Bett ist, denke ich mal, er hat auch schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob er jetzt neben mir auch noch was laufen hat oder so, aber ich kann ihn da noch gar nicht einsetzen. Also ich glaube, in Jasmins Leben wird in den nächsten Wochen sehr viel passieren und sehr viel Veränderung eintreten. Ja, ich glaube auch. Ja. Du musst es deinem Freund sagen. Also dem Freund musst du es jetzt wirklich so da, man trägt ja auch, wenn man so lange mit jemandem zusammen war, trägt man ja auch eine Verantwortung, auch für den anderen. Und ich finde es nicht gut, wenn man den zu lange belügt und den hinters Licht führt, sag's ihm jetzt. Ja. Wann kommt er jetzt, kommendes Wochenende? Nächstes, darauf dann. Ihr telefoniert aber miteinander. Er ruft ab und zu an. Mhm. Gut, am Telefon würde ich es nicht machen. Nee. Das ist zu schlimm, sondern... Dann, wie schätzt du es denn ein bei ihm? Ist er dann, empfindet er eure Beziehung ähnlich wie du, oder? Nee, er redet schon von heiraten. Ah ja. Ja. Also wird es denn der Hammer für ihn werden, ne? Ja, ich befürchte auch. Muss er durch und musst du auch durch, Jasmin? Ja. Alles Gute. Okay, danke. Toi, toi, toi. Danke, tschüss. Domian. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, dieser Anruf hat mein Leben verändert. Gab es in eurem Leben, in eurer Biografie schon Anrufsituationen, Anrufe, wo ihr vielleicht gar nicht mehr wusstet, was ihr sagen sollt aufgrund dessen, was euch da vermittelt wurde. Und euer Leben war danach völlig verändert, vielleicht dramatisch verändert, sehr traurig verändert. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ihr könnt jetzt schon mailen zu unserem Thema morgen, nämlich domian@wdr.de oder morgen halt dann mitmachen und anrufen. Hier ist Andi. Andi ist 30. Hallo Andi. Moin moin. Hallo Jürgen. Moin moin. Um was geht's, Andi? Ja, ihr habt vor 1,5 Wochen habt ihr einen Kollegen in der Sendung gehabt, der fand Birkenstock bei Frauen sehr an. Ja, das war sehr lustig. Ja, und der stand wirklich auf Birkenstock-Schuhe bei Frauen. Genau, und das Ganze gibt es auch bei Männern. Ach was, um nicht zu sagen bei dir. So ungefähr, ja. Du stehst auf Birkenstock, Sandaletten oder Schuhe bei Männern? Jo. Also ich würde das den Bereich ein bisschen vergrößern, also ich lege mich da jetzt nicht auf Birkenstock fest, aber es ist also schon so, dass mich Schlappen bei Kerlen irgendwie ziemlich unter Strom setzen, ja. Ach so, es muss nicht unbedingt diese Marke sein. Nein, um Himmels Willen. Achso, bei dem Anruf von damals muss es Birkenstock sein. Ja, ja, bei dem mussten die ja auch neu sein. Und bei dir ist es besser oder schöner oder wie soll man das beschreiben, wenn sie älter sind oder wenn sie alt sind. Also dir kann man eine große Freude machen mit so richtig ausgelatschten Sandiletten von Adidas oder sowas. Ja, so ungefähr. Ehrlich? Ehrlich? Ja. Finde ich völlig unerotisch. Finde ich so unerotisch, wenn ich einen Typ in diesen Adidas-Dingern rumlaufen sehe, könnte ich laufen gehen. Das sah ich mit 18 oder bis zum 18. Lebensjahr genauso, du wirst lachen, ehrlich. Und dann hat sich ein Schalter rumgelegt und du fandst die plötzlich geil, die Sachen, irgendwie. Ja, was heißt ein Schalter? Also es war schon Kerndraum beteiligt. Also ich war
bis zum 18. Lebensjahr. Ich hatte eine Freundin, die ist auf dem Niveau, willst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß ich nicht, später. Ja. Ich habe Führerschein gehabt, ich war eine Lehre, grüner Rasen, blauer Himmel, wunderbar. Ja. So, und dann habe ich damals, ich habe eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Ich habe also alle zwei Tage einen LKW-Fahrer auf dem Hof gehabt, der rannte wirklich nur mit so alten Schlappen rum. So, und aus irgendeinem Grund, der kam dann immer zu mir, wir haben den Papierkram gemacht, wir wurden uns sympathisch über die Wochen, wir sind nochmal zusammen Mittagessen gegangen, ja, an der Kantine und so, und der war wie so ein großer Kumpel irgendwie. Aber du hast immer nach unten gespinkst. Bitte? Du hast immer nach unten gespinkst zu seinen Schuhen. Auch noch nicht, auch nicht. Das kam dann irgendwann, wenn er dann immer mit zum Zoll rüberlief, dieses, so ein großer, breiter Vollbartkerl, weißt du, mit so einer, ich sag mal, leicht dominanten Ausstrahlung und dann so dem schönsten Camping-Outfit, was man sich vorstellen kann. Und, Also das irgendwann ist, hat's mich dann, habe ich dann so Kribbeln im Bauch gehabt. Dieses schlappende Geräusch, 45er Schuhgröße auf diesen uralten Flipflop-Dingern, da bin ich geplatzt. Verstehe. Irgendwann. Also, Reizmuster sind kräftige Kerle. Jo. Ne? Also möglichst sehr kräftig und dann in den Schlappen. Sind's die Schlappen oder sind's auch die nackten Füße? Sowohl als auch. Also du bist Fußfetischist? Auch. Kann man sagen. Und Sandalettenfetischist? Auch. Und da drin müssen richtige Kerle stecken. Jo. Nicht irgendwelche Tunten oder so, sondern richtige Männer. Nein. Also du kannst mir, sag ich mal, das kann das ganze Paar Schlappen sein, um es mal ganz blöd auszudrücken. Wenn dann der verkehrte Kerl drin steckt, kannst du mir den nackt auf den Bauch binden, dann passiert gar nichts. So habe ich es verstanden, genau so. Wie stark ist das ausgeprägt? Ist das so, dass du nur einen Typ wirklich also erotisch auch interessant findest, wenn er sowas trägt? Oder geht's auch anders mal und geht's auch mal ohne? Es geht auch anders, aber ich sag mittlerweile, oder vielmehr nach meiner letzten Beziehung, sag ich ganz ehrlich, wenn ich einen Typ kennenlerne, der wirklich freiwillig so rumläuft, ganz bequem und leger, dann wäre das schon ein großer Vorteil. Aber es wäre theoretisch möglich, dass du dich in jemanden verliebst und den ganz toll findest und auch bei dem bleibst, wenn der nicht diese Dinge anzieht. Schwierig. Daran denke ich, ist meine letzte Beziehung unter anderem gescheitert. Wie lange warst du mit dem zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und der hat sich geweigert, diese Dinge anzuziehen. Der fand das von Anfang an irgendwie, wir haben uns damals über einen Chat kennengelernt. Ja. Und ich habe also relativ schnell rein Weinlein geschenkt. Es geht also, wenn du es nicht von Angesicht zu Angesicht machen musst, auch leichter von den Lippen runter. Ja. Weil ich habe mit 18 auch erstmal vor dem Spiegel gestanden und gedacht, Gott, du musst dich verbuddeln, das war's. Und er hat also dann gesagt, ja, ich habe auch so ein altes Paar und hat dann aber mit seinem besten Busenkumpel dann gleichzeitig, ja, was ist mit dem denn? Und sie hat sich das dann bemerkbar gemacht. Also die fanden das schon etwas abgedreht. Also er ist nicht auf dich eingegangen, trotz der 3,5 Jahre? Überhaupt nicht, null. Ist es denn dein Schönstes? Spielen wir mal das Optimale durch. Wenn ein Kerl diese Dinge anhat, auch beim Sex anhat? Das kommt jetzt auf den Sex an, also ich lege mich da jetzt nicht auf eine Spielart fest. Nee, aber kann ja sein, dass du völlig abgehst, wenn ein Typ noch die Dinge anhat, so wie wenn er die auf Strapsen von bei Frauen stehen oder so, beim Sex. Ohne mich da jetzt ins Abseits schieben zu wollen, würde ich schon sagen, es ist ein deftiger Nachbrenner. Ein deftiger Nachbrenner. Das ist ein bisschen ein sonderbarer Fetisch. Ich glaube, das ist da gar nicht so. Nein. Ne? Es gibt gar nicht so Gleichgesinnte oder wo man trifft. Wenn du in eine schwule Disco gehst, läuft da kein Mensch mit seinen Sandaletten rum. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja nun auch nicht so der Disco-Mensch. Also, wenn du mich hier siehst, ich bin auch ein Bär von 1,82, aber auch mal nur 110 Kilo. Ja. Und ich bin also so auch nicht der typische Szenegänger. Ja. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch dadurch, dass ich selber LKW fahre, jeden Tag damit konfrontiert. Achso, du bist LKW-Fahrer? Ja. Ich verstehe. Das heißt, trägst du die Dinger selbst auch? Mittlerweile ja. Ja, und findest das auch dann so autoerotisch, sehr eigenerotisch? Nee, gar nicht. Das ist einfach nur Bequemlichkeit dann. Es ist, früher war das Chefsache irgendwie. Wie soll man sich das vorstellen? Also mein Sex bin ich dann. Das hat sich dann so im Laufe der Zeit ergeben, dass ich dann bei einem richtigen Bär dann eher devot bin oder ihn gerne hingebungsvoll verwöhne, von den Füßen aufwärts dann so. Das hat so eine, ich mag diese Unterwerfungshaltung irgendwie. Ja. Und bei der ganzen Geschichte ist dann diese dominante Ausstrahlung in Verbindung mit diesem häuslichen, väterlichen Outfit irgendwie. Das bringt's irgendwie. Das ist total bekannt. Die Menschen sind schon wirklich sehr, sehr skurril in Sachen Sexualität. Ne? Das kann man da so ist jeder sagen. Jack wirklich anders und jeder hat so seine eigenen sein seltsames Süppchen, das er da so zusammengebraut hat. Und man kann es gar nicht richtig erklären, warum es so ist, aber es ist dann so. Ne? Das Schlimme ist ja, es war ein Selbstläufer. Das hat sich so entwickelt und ich habe ja anfangs auch, ich wusste ja erstmal gar nicht, wie gehe ich das Ganze an. Ich hatte mit 18 das Problem, das mit der Nicole damals war nicht so der Bruder. Ja.
Und B, was ist das jetzt? Warum stehe ich, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gehe, im Supermarkt am Einkaufswagen? Von mir kommt ein vollbärtiger, breiter Familienpapa mit Adidas oder Birkenstock vorbei und wir platzen sämtliche Sicherungen. Für dich muss es doch das absolut Tollste sein, wenn du Campingurlaub machst. Da latschen doch alle Kerle damit rum. Es ist aber in der Tat so, wenn ich im Sommer mal auf dem Rastplatz stehe und mal so in Ruhe in die Runde gucke, das ist also manchmal schon... Ein Gedicht ist das. Das ist schon ganz geil manchmal. Sie müssen das die Füße, übrigens, du sagst gerade, dass du auf die Füße, auf Fußfetischistenmäßig stehst, müssen die Füße schön sauber gepflegt sein, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ist also... Hat man bei den Männern aber nicht so oft, ne? Das kommt drauf an. Also ich habe da schon teilweise sehr schöne Erfahrungen gehabt. Also mich stößt es zum Beispiel ab, das siehst du aber schon, jetzt mal so ganz blöd gesprochen, das siehst du schon an Fingernägeln oder wie der sich so selber generell pflegt. Also sauber muss es sein. Ja. Also wenn ich mich wirklich hinsetze und sage, ich massiere meinem Kerl abends vom Fernseher mal die Füße und lutsche die Zehen ab, dann ist es im Optimalfall vorher so gewesen, dass man unter der Dusche gewesen ist. So muss es auch sein. Also so ist es dann schon. Aber es ist sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Das glaube ich. Es müsste jetzt also schon ein schwuler LKW-Fahrer sein, der wirklich auch in der Freizeit so rumläuft, dann wäre es ein Lottogewinn. Aber ich rechne da nicht mit. Aber Andi, ich wünsche dir so ein Lottogewinn. Ist wirklich was Ungewöhnliches, aber ich wünsche dir so einen Badelatschen laufenden, tollen LKW-Fahrer, der immer saubere Füße hat und der richtig viel Spaß mit dir dann hat. Alles Gute. Dankeschön. Viel Glück. Tschüss. Tschüss. Katharina. Katharina ist 26 Jahre alt. Hallo Katharina. Hallo Domian. Hallo. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, ich dir auch. Schön, dass ich bei dir durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, jetzt muss ich dir wahrscheinlich zum dritten Male dir erzählen. Ich weiß gar nichts, um was es geht. Ja, also ich bin 26 und habe seit 3 Wochen ein Verhältnis mit meinem Chef. Mhm. Ich stecke in einer 4-jährigen Beziehung. Oh weia. Es darf keiner erfahren. Keiner auf der Arbeit und meine Freunde dürfen es auch nicht wissen, weil die kennen einfach alle meinen Freund. Mhm. Und man könnte auf jeden Fall nicht mehr miteinander so umgehen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Seit 3 Wochen mit dem Chef ein Verhältnis. Ja. Wie lange bist du schon in der Firma? In der Firma seit einem Jahr. Mhm. Wie ist es jetzt zu diesem Verhältnis gekommen? Wie ist es gekommen? Es hat immer wieder geknistert, ne? Also jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat es immer geknistert. Und gut. Knistern ist das eine und knallen ist das andere. Ja, und dann hat's geknallt. Ne? Von wem ging das aus? Von ihm. Also ich hätte, glaube ich, nichts gemacht. Ich wollte, aber ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut. Aber du hast ja mitgemacht. Ich habe mitgemacht, ja. Du hast mitgemacht. Ist er, wie alt ist er? Er ist 39. 39. Ist er auch in festen Händen? Er ist in einer Beziehung, ja. Und wie gesagt, ich bin schon des Öfteren, glaube ich, in meiner Beziehung fremdgegangen und habe das immer versucht zu verheimlichen meinem Partner gegenüber. Mhm. Und diesmal ist es dann auch passiert und ich habe es meinem Chef erstmal nicht erzählt. Mhm. Und vor ein paar Tagen hat er mir am Telefon dann geäußert, dass er auch in einer Beziehung steckt. Mhm. Und dann habe ich zum ersten Mal eigentlich mal die Karten auf den Tisch gelegt und ihm auch gesagt, dass ich auch in einer Beziehung bin. Ja, ja, aber deine Beziehung, dein Freund weiß natürlich nichts. Nee, gar nicht. Mhm. Aber du hast das gerade so en passant, so schnell gesagt, du bist deinem Freund schon oft fremdgegangen. Schon des Öfteren. Ja. Aber es ist nie dazu gekommen, dass ich das jemandem erzählt habe. Okay, waren das immer so kleine so Affären? Affären, ja, die sich auch vielleicht über ein paar Wochen hingezogen haben, ja. Ja. Und die dann immer meinerseits wieder beendet wurden. Nun ist es natürlich alles komplizierter. Ja. Ein Verhältnis mit dem Chef zu haben, ist immer kompliziert. Ja, sehr. Ne? Immer, weil man, wenn da irgendwas auffliegt, riskiert man seinen Arbeitsplatz und den Ruf und weiß ich was alles. Ja, das ist auch das, glaube ich, was mich stört. Zum Zweiten das Alter und zum Dritten ist es eine paradoxe Idee. Ich war ja nie in dieser Situation, in der ich jetzt bin. Und jedes Mal, wenn ich jetzt weiß, er liegt mit irgendwem anders im Bett. Ja. Und das habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Ja. Ich habe das ja die ganze Zeit mit meinem Partner gemacht und war eigentlich nie in einer anderen Situation. Ja. Und jetzt zum ersten Male spüre ich das, was das für ein beschissenes Gefühl ist. Mhm. Bist du denn jetzt in diesen Chef wirklich verknallt? Ja, ich glaube schon, ja. Wie verknallt? Also das Wort verknallen und verliebt sein ist ja immer so ein sehr weites Wort. Wir kennen uns noch nicht so lange, ne? Das kann man, glaube ich, noch. Ist es einfach im Anfang jetzt so eine sehr, sehr, sehr heiße sexuelle Attraktion? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also das auch, aber es ist einfach im Bett liegen, sich unterhalten, miteinander sprechen, irgendwie glücklich sein im Moment, ja. Würdest du auf ihn auch scharf sein und ihn interessant finden, wenn er nicht dein Chef wäre? Ja, ich glaube
schon, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist es nicht. Das ist einfach das, was mich stört. Wie weit, also sage es jetzt nicht zu genau, damit du dich nicht erkennbar machst. Bist du nah von der Position her an ihm dran oder bist du weit unter ihm angesiedelt? Ja, weit unter ihm angesiedelt. Also die Position, die unter ihm kommt, ja. Ach so, also. Also es ist ein Nebenjob. Das heißt, also ich bin jeden Tag da, ja? Aber man sitzt nicht gegenüber am Schreibtisch oder so. Also wir haben schon getrennte Büros. Aber du hast auch schon eine gewichtige Rolle in der Firma. Schon, ja. Mhm. Lass uns über deine Beziehung reden, die Jahre dauert. Wie ist die? Also mein Freund wohnt nicht mit mir zusammen. Ja. Wir haben eine Fernbeziehung seit 2 Jahren. Und man sieht sich am Wochenende. Ne? Also das schon. Also wir sehen uns schon jedes Wochenende. Das ist schon der Fall. Gut. Und im Moment muss ich einfach nur lügen. Wie ist die Qualität der Beziehung? Mit meinem Freund? Ja. Ja, ich glaube, es wäre gar nicht dazu gekommen, zu so vielen Fremdgängen. Aber ich glaube, ich habe kalte Füße, einfach zu sagen, okay, nach 4 Jahren, es ist vorbei. Ne? Aha, also das Gefühl irgendwie ist schon da, es ist vorbei. Ja, ich glaube schon. Diese Fremdgeherei, war die so eher in der letzten Zeit oder hat sich das durch die ganze Beziehungszeit gezogen? Das hat sich eigentlich, also die Schwärmerei zieht sich seit 7, 8 Monaten hin, ja. Nee, ich meine die Fremdgeherei. Ach so, das hat sich, ja, so nach 2 Jahren hat sich das bei mir... Ja. Also wir hatten ja gerade schon mal so einen ähnlichen Fall, dann frage ich dich auch. Gehört, ja. Ja, frage ich dich auch, schläfst du gerne noch mit deinem Freund? Schon. Mhm. Also ich könnte es mir vorstellen, oder es ist vielleicht paradox, ich könnte mir vorstellen, eine Beziehung vielleicht mit 2 Männern zu führen. Ne? Gut, dann müssen die beiden Männer aber auch Bescheid wissen. Ja. Okay, ne? Das ist immer ein Modell, das okay ist, weil dann müssen auch alle eingeweiht sein und alle müssen das wollen. Streitet ihr, wenn ihr euch trefft? Dein Freund und du, gibt es viel Streit? Nee, wenn ihr gar euch nicht mehr. Ich glaube, ich bin einfach nur gleichgültig geworden. Mhm. Ich habe keine Lust mehr, so viel zu investieren und einfach in Streit so viel zu investieren. Klingt aber auch alles schlecht, ne? Ja. Ich bin gleichgültig geworden, ich habe keine Lust mehr zu investieren. Ich lasse es irgendwie so laufen, weil man ist gut aneinander gewöhnt, man will sich auch nicht wehtun, man ist ein eingespieltes Team. Aber letztendlich ist der Pfeffer raus und... Das Schlimme ist einfach nur dabei, dass ich das jetzt genau erlebe, das, was ich eigentlich die ganze Zeit gemacht habe, erlebe ich jetzt auf der anderen Seite. Mhm. Ich liege jetzt im Bett und denke mir, oh Gott, er liegt neben einer Frau im Bett, mit der er irgendwie zusammen ist. Und ich weiß, dass er vielleicht an mich denkt. Also du bist ja von dem Chef, ne? Ja. Dass man einfach weiß, wenn er nicht zurückmeldet, meldet er nicht zurück, weil sie neben ihm liegt. Und genau dasselbe kenne ich. Mhm. Ich kenne das auch, um neben einem Freund zu liegen, eine Mail zu bekommen und nicht mailen zu können. Ja, also ist der Fall ist schon irgendwie so in gewisser Weise ähnlich wie der Fall, den wir gerade gehört haben mit dem Italiener. Ja. Das habe ich so halbwegs noch mitgekriegt. Ja, also ich finde schon auf jeden Fall, Katharina, dass du deine 4-jährige Beziehung, das ist ja auch eine lange Zeit, wenn man sein Leben so lange miteinander verbringt, dass du den nicht noch länger belügen solltest. Das kann ich auch nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Das merke ich jetzt erst im Moment, dass es einfach nicht mehr geht. Was meinst du, wie er reagiert, wenn du sagst? Er wird es nicht fassen können. Mhm. Er hat mir so vertraut. Mhm. Er hat immer gesagt, also du würdest das nicht machen. Und du hast es wahrscheinlich auch perfekt gespielt, ne? Dass ja, du eine ganz treue bist. Ein kleines Doppelleben geführt. Ne? Ja. Nebenbei, über eine längere Zeit gezogen, ne? War jetzt nicht nur vielleicht musst du ihm die anderen Sachen gar nicht erzählen, um ihm nicht noch weher zu tun. Nee, ich glaube, es ist besser, das einfach gar nicht zu sagen. Dass du aber die aktuelle Sache erzählst. Das Schlimme ist einfach nur, wenn man jemanden hat, der fair ist und ich weiß ganz genau, dass er mir alles sagen würde. Mhm. Und das, was er selber vertritt, das erwartet er auch, glaube ich, von mir. Man steht natürlich wie ein Schwein da. Ja, das glaube so. Ich auch. Und das muss man immer aushalten, wenn man diesen Schritt gegangen ist, wenn man fremdgegangen ist. Ja. Man steht einfach beschissen da. Im ersten Moment schon, ja. Ja, also klar. Wenn der andere es gar nicht erwartet. Ja. Ja, und wenn der andere sich vor allen Dingen ganz korrekt verhält, ja. Ne, dann ist man natürlich noch kleiner. Eben, das ist es. Aber ich finde immer in solchen Situationen, dass jeder Tag, der vergeht, jede Woche, wo man schweigt und lügt, die macht die ganze Sache noch schlimmer. Ja, man führt ein Doppelleben. Ja. Man weiß ganz genau, was man zu sagen hat, wo man war, was man gemacht hat. Furchtbar. Das ist wie, man muss so überlegen, dass man nichts Falsches sagt. Und du musst natürlich jetzt wieder, das ist bei dir auch so, dass du natürlich jetzt volle Risikoschiene fährst. Es kann sein, dass du deinen Freund verlierst, mit dem du 4 Jahre zusammen warst. Aber du hast überhaupt nicht die Garantie, dass das mit dem anderen irgendwie vielleicht... Ja, ich glaube, dafür ist es schon zu weit gekommen. Also ich glaube, auch wenn es vielleicht mit dem anderen nichts wird, dann ist es, glaube ich, schon besser, jetzt einfach zu sagen, hier... Sonst wird das ja immer weitergehen. Ja. Also ich glaube, das wird... Also sind wir uns im Prinzip einig, ne? Ja, ich glaube schon. Also das ist, glaube ich, so der Strich. Also du musst ran. Du musst reden. Ja. Ja. Dann red mal. Dann werde ich das, glaube ich, machen, Und ja. alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, ich mache das ja eigentlich nie. Und das soll heute auch mal keine Ausnahme sein. Ich glaube, in Herne freut sich jetzt gerade jemand sehr. Dieser jemand heißt nämlich Susi und die hat Geburtstag. Und der gratuliere ich ganz, ganz herzlich und wünsche alles Gute und viel Glück in diesem Sinne. Und jetzt geht's weiter mit Tanja. Und Tanja ist 18 Jahre alt. Hallo, Tanja. Tanja ist... Hallo, Domian. Hallo. Ja, hier ist sie. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ich habe, also mein Freund, der setzt mich so gesagt ein bisschen unter Druck. Mhm. Inwiefern? Früher bin ich immer rausgegangen, bin feiern gegangen, habe mich schon mit meinen Freundinnen getroffen und so. Ja. Und das hat nach diesen 8 Monaten, ich bin jetzt 8 Monate mit ihm zusammen. Ja. Und das hat jetzt sehr, sehr rapide abgenommen. Also, dass du nicht mehr so alleine mit deinen Freundinnen rausgehen kannst. Ja, weil er direkt meint, ich würde mit anderen Kerlen irgendwelche Kerle ansprechen. Verstehe. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Ich habe eine eigene Wohnung und er wohnt bei mir. Ach so, schon? Ja. Wie alt ist er? 20. Hatte er keine Wohnung vorher? Nee. Wo hat er zu Hause noch gewohnt oder wie? Ja. Okay, er wohnt also bei dir. Das heißt, er kann das sehr gut beobachten, wo du bist und wann du dich wo aufhältst. Ja, genau. Und wenn mir eine Freundin textet oder so, heißt es direkt, ja, die textet dir nur einen Auftrag von irgendeinem Kerl. Mhm. Und er versucht mich so gesagt zu... Also er unterstellt dir Sachen, die gar nicht, so sind. Genau. Ist er auch, verbietet er dir regelrecht, dass du alleine irgendwas machst oder mit Freundinnen rausgehst? Ja. Und hältst du dich dann dran oder wehrst du dich? Ich treffe mich so gesagt heimlich mit denen. Also wenn er arbeiten ist, dann texte ich den heimlich oder rufe die an und treffe mich dann mit denen. Ja. Und erzähle ihm auch gar nicht erst, dass ich mich mit denen getroffen habe. Aber wir reden darüber, dass du wirklich keinen anderen Typ hast, sondern du triffst dich dann nur mit deinen Freundinnen. Ja, genau. Ja. Ich habe auch gar kein Interesse an irgendwelchen anderen Kerlen. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das in den letzten Wochen oder Monaten immer schlimmer geworden ist, dass er so eifersüchtig ist? Ja, seit den letzten 2-3 Monaten wird das immer schlimmer. Wenn du ihm dann aber sagst, hier, Mann, das sind meine Freundinnen, mit denen habe ich früher schon 1000 Sachen gemacht, da läuft nichts mit anderen Typen, du bist mein Freund. Glaubt er das nicht? Wie reagiert er darauf? Also er glaubt mir das auf keinen Fall. Er meint, ich treffe mich mit irgendwelchen Kerlen. Wird mich so gesagt durch die Gegend vögeln. Und, das ist aber auch krass, ne? Wenn er das. Sagt er das so? Ja. Du alte Schlampe, du alte Hure, du fickst dich durch die Gegend. Ja, hör mal. Das lässt du mit dir. Hör mal, Mann. Ja, das lässt du dir gefallen? Und wenn ich mich dann wehr und ihm sage, dass das nicht stimmt, dass ich nur ihn liebe und keinen anderen will, dann heißt das sowieso nur, ich bin am Lügen, ich bin. Ein hinterlistiges Stück und sowas. Was passiert denn, wenn du dennoch dich mit deinen Freundinnen triffst, obwohl er dir es verboten hat und er das auch mitkriegt, dass du dich dann triffst? Bei einer Freundin weiß er jetzt, dass sie ihn nicht leiden kann. Mhm. Und die kenne ich schon seit meinem Leben lang, die kenne ich schon 14 Jahre jetzt. Nein, ich meine es anders. Wenn ihr seid zusammen in der Wohnung. Ja. Du möchtest gerne mit einer Freundin dich treffen. Er sagt nix, du bleibst hier. Und wenn du dann sagst, ich gehe doch und du gehst, was passiert dann? Dann heißt es, ich mach Schluss, wenn du gehst. Aber er hält dich nicht mit Gewalt in der Wohnung? Nee. Er hat dich auch noch nicht geschlagen? Nee, aber ich würde es ihm wirklich zutrauen. Tanja, das klingt alles sehr, sehr schlecht, finde ich, was du mir da erzählst. Ja, also meine Mutter, die denkt auch nicht gerade sehr gut über den. Alle meine besten Freunde, die ich immer hatte, die habe ich schon lange nicht mehr. Und meine Mutter hat auch selbst und alle haben auch gesagt, ich soll mich von ihm trennen, aber irgendwie kann ich das nicht. Ich weiß auch nicht. Nein, vielleicht muss es noch gar nicht die Trennung sein, aber ich habe fast die Vermutung, dass es darauf hinausläuft. Ja. Du musst dein Ding machen dürfen können und du musst darauf bestehen, dass du dein Leben weiterlebst. Weil das ja eine unverschämte Unterstellung ist, was auch mit dem Vokabular, was du gerade gebraucht hast, wenn er dir das so unterstellt. Das ist ja auch eine Beleidigung deiner Person. Ja, natürlich. Aber wie? So, und wenn er sich darauf nicht einlässt, wenn er wirklich massiv weiter dann seine Schiene fährt, dann musst du dich trennen von dem. Was willst du denn bei dem? Willst du eine Sklavin werden? Willst du dich bei dem einsperren lassen? Nee, auf keinen Fall. Aber irgendwie habe ich auch Angst,
dass er, wenn ich sagen würde, es ist Schluss, ich habe schon mal gesagt, dass er gehen soll, weil es ist ja meine Wohnung, habe ich ja das Recht zu sagen, dass er gehen soll und mir die Schlüssel wieder geben soll. Meint er dann, nee, ich gehe nicht, du musst schon die Polizei rufen, damit ich gehe. Gut, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Posing, der will auch bluffen. Und wenn du die Polizei holen musst, letztendlich vielleicht irgendwann. Weißt du, das ist ja auch keine Grundlage, sich immer mehr auf solche Sachen einzulassen, sich einschüchtern zu lassen, sich unter, wie du es vorhin am Anfang auch gesagt hast, sich immer mehr unter Druck setzen zu lassen. Mhm. Ist ja kein Leben. Das macht ja alle Liebe, die vielleicht noch irgendwie ein bisschen da ist, macht es ja völlig platt. Das heißt, du solltest wirklich jetzt, bevor es nicht noch schlimmer wird, bevor vielleicht nicht noch irgendwelche Handgreiflichkeiten oder Gewalttätigkeiten passieren, sehen, dass du da rauskommst. Und dass du Klarheit schaffst, dass du nochmal mit dem redest, pass mal auf, ich liebe dich wirklich, ich möchte mit dir zusammen sein, aber so geht's nicht. Ich bin nicht dein Eigentum. Und wenn er sich nicht darauf einlässt, okay, dann gehst du, dann bist du weg. Auf eine Art habe ich auch ein bisschen Angst vor ihm. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Habe ich mir auch schon gedacht, ja. Mhm. Dennoch ist das natürlich jetzt eine Situation, wo du die Weichen stellen musst. Sonst unterhalten wir uns in dem Jahr nochmal und das ist alles um das Zehnfache schlimmer noch. Und du sitzt wirklich wie eine Gefangene in deiner Wohnung und darfst mit niemandem mehr telefonieren. Das ist immer so wahnsinnig, wenn die Jungs, das hört man ja immer wieder, dass die den Frauen nicht vertrauen. Und dadurch machen sie alles kaputt. Und bringen sich selbst auch noch in Schwierigkeiten. Mhm. Wenn die Polizei eingeschaltet wird oder weiß ich was. Ja. Also meine klare Meinung ist, wie deine Mama das auch sagt, also wenn alle Stricke reißen, wenn alles nicht funktioniert, raus aus der Beziehung, aber schnell. Hm? Ja, ich weiß, aber... Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Du hast so ein bisschen Angst, das höre ich ja, ne? Und Sorge, ja, dass da was passieren könnte. Wir werden dir jetzt gleich mal im Anschluss an unser Gespräch hier noch ein paar Telefonnummern geben, wo du dir gerade für die Situation, wenn du Angst hast, auch Rat holen kannst und Hilfe. Okay? Ja. Dann legst du mal auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und sagt dir das. Okay? Ja, okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Nochmal zu unserem Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, dieser Anruf hat mein Leben verändert. Möchte gerne mit euch über gravierende Anrufe reden, die euer Leben in eine ganz klare, andere Bahn gebracht haben. Vielleicht eine traurige, vielleicht eine schlimme Bahn. Also es kann auch was Positives sein, natürlich, aber es muss was Gravierendes sein, was durch einen Anruf verändert worden ist in eurem Leben. Hier ist Olaf und Olaf ist 49 Jahre alt. Hallo Olaf. Hallo. Hallo. Ja, ich bin schon seit ein paar Minuten in der Leitung. Ich höre das schon mit, das Gespräch. Ja, das ist ja auch sehr schön. So soll es auch sein. Ich finde das toll, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ich erzähle mal ein bisschen von mir. Ich bin 49 Jahre alt. Ja. Habe mit 13 Jahren angefangen, Drogen und Alkohol zu nehmen und. Ja. Hallo? 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 Die Leitung ist eingebrochen. Die Leitung ist eingebrochen. Jetzt versucht die Regie nochmal zu kriegen. Und wir machen weiter mit Bernd. Bernd ist 28. Hallo? Ja, hallo, hier ist Bernd. Hallo. Hallo, Bernd. Dein Thema. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, es geht darum, bei mir folgendes Problem, also Problem für mich eigentlich nicht. Ich bin extrem militaristisch eingestellt, ich bin ein totaler Militärfreak. Mhm. Wer aufgrund der Tatsache, sage ich jetzt mal, oft von anderen Menschen als Psychopath beleidigt, beschimpft oder auch teilweise ausgegrenzt und habe deswegen auch als einige Probleme in meiner Beziehung. Ja. Aha, jetzt erklär uns doch mal und mir auch. Moment. Mal kurz raus hier, also. Wer war das denn? Das war hier mein Kleiner, der Major. Achso, ein Kleiner, ein dein Sohn oder was? Genau, ja. Ah. Wie alt ist er? Der ist jetzt 5. Achso, ja gut, dann darf er auch dazwischen krakeln. Ja, aber der darf eigentlich nicht mehr wach sein. Das stimmt. Hat sich jetzt angeschlichen, ja. Um 1.54 Uhr. Bernd, erzähl mir mal, was das genau bedeutet. Du bist ein Militarist und du hast da so eine Affinität zu. Was genau bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass ich, sag ich mal, ich war ja auch früher aktiver Soldat. Ja. Und das war mir dann zu lasch eigentlich. Hab gesagt, ich höre jetzt damit auf. Ja. Und hab mir dann umorientiert. Und es ist also so gewesen, seitdem dann, dass ich jetzt davon eigentlich nicht mehr losgekommen bin. Ich bin schon immer so drauf eigentlich, dass ich extremer Militarist bin. Also Moment, du bist aus der Bundeswehr raus. Genau. Was machst du jetzt beruflich?
Jetzt halt momentan mache ich bei meinem Vater in der Firma mit, sozusagen selbstständig. Ja, was macht ihr? Ich komme aber nicht davon los, in meiner Freizeit wirklich noch diesem militaristischen... Okay, was ist das für eine Firma? Was ist das für eine Firma, was ihr da macht? Mein Vater, der ist technischer Übersetzer und da mache ich so eben die Buchführung. Ach so, okay. So, jetzt kommst du in der Freizeit nicht davon. Was heißt das genau? Wie verbringst du deine Freizeit denn im militaristischen Sinne? Ja, das heißt, dass ich halt in meiner Freizeit auch oft so Durchschlageübungen mache. Durchschlageübungen? Ja, genau. Das heißt, ich packe mir dann meine militärischen Sachen ein, die ich so zur Verfügung habe, mache einen Fußmarsch von meinetwegen 100 Kilometer pro paar Tage. Alleine? Ja, richtig. Ja, du bist ja wirklich krass drauf. Ja, schlage mich komplett durch, bald. Wie, in voller Uniform? Auch in Uniform natürlich, haben wir da was zusammengekauft. Keine offizielle Uniform. Da kriegen ja die Leute, die Wanderer, Angst, wenn die die sehen, wenn da ein Soldat wandert. Das sehe ich da richtig. Die haben manchmal richtig Angst und Schrecken, weil ich dann im Gesicht natürlich auch angemalt bin. Denken sie, was ist ein Psychopath. Aber ich hoffe, dass du keine Gewehrattrappe bei dir hast, irgendwas. Doch, Gewehrattrappe, aus Holz selber gebaut. Aus Holz, achso. Und Messer und alles. Und stellen wir dann auch teilweise, weil es ist Krieg, rödel da dann richtig rum. Ja. Und wie gesagt, das ist dann eben meine Erfüllung. Und andere begreifen das eben nicht. Aber da will ich gerade mal eben einhaken. Klingt im ersten Moment ja auch ein bisschen lustig und man kann ja denken, okay, wenn das ein Spaß ist, soll das machen. Aber du sagst gerade, ich stelle mir dann vor, es ist Krieg und das ist meine Erfüllung. Ist Krieg so schön, dass es eine Erfüllung sein kann? Ja, es versteht niemand. Für mich ist es einfach das Erlebnis. Es gibt mir eine Genugtuung, wenn ich wieder sagen kann, ich habe jetzt das für ein paar Tage gemacht einfach. So, Bernd, da will ich immer was sagen. Du bist ein junger Kerl von 28. Ja. Du bist aus der Bundeswehr gegangen, weil es hier angeblich zu lasch ist. Genau. Warum bist du nicht wenn du so scharf auf diese Abenteuer- und Kriegssituationen bist, warum bist du nicht bei der Bundeswehr geblieben und hättest dich gemeldet für Auslandseinsätze in Afghanistan? Ja, da Auslandseinsätze, da ist auch nichts los. Da hat man das, was ich erleben will, hat man da nicht. Ne? Warst du schon da? Kannst du es beurteilen? Ich war nicht im Auslandseinsatz, habe aber einige gute Kameraden, Freunde, die das schon gemacht haben. Ne? Ja, aber was ich so gehört habe von Soldaten, die sowohl in Afghanistan sind oder die im Kosovo waren oder sind, ist das nun wirklich kein Zuckerlecken da. Ja, das ist klar. Bloß es ist nicht das, was ich mir vorstelle als militaristische Aufgabe. Gut, aber dann hättest du immerhin... Erzählt, ich bin am Überlegen, in die Fremdenlegion jetzt einzusteigen. Gut, und deine Familie? Ja, das wäre dann natürlich die Beendigung mit komplett meinen Freunden, meiner Freundin auch, die jetzt schon teilweise drunter leidet. Ja, aber das ist doch, du hast ein Kind, du hast ja einen kleinen Jungen gerade, hast du gesagt, ne? Ja. Wenn du in die Fremdenlegion gehen würdest, würde das bedeuten, wie du sagst, völliger Abriss von allen Bekanntschaften, Freundschaften und du könntest dein Kind und auch deine Freundin auch vergessen. Ja, die würde ich dann nie mehr aufsehen. Ja, hör mal, aber Bernd, was reden wir denn da? Also ich kann ja verstehen, wenn jemand vielleicht mit Leidenschaft Soldat sein möchte, okay. Ja. Aber dann mach es doch im Rahmen der Möglichkeiten, die auch unser Land bietet. Bewähre dich doch erstmal im Ausland. Du hast es doch noch gar nicht gemacht. Mach es doch erstmal. Dann kannst du immerhin hinterher noch sagen, ist mir zu langweilig. Aha. Ja, gut. Ja, aber ich meine, was auch ein gravierendes Argument ist, du hast einen Sohn, Mensch, du trägst für den Verantwortung. Wie willst du dem Kleinen denn, wenn der mal nicht mehr ein Kleiner ist, irgendwann später sagen, ich war so geil auf irgendwelche Rambo-Geschichten und hab dich alleine gelassen? Das ist doch kein Vater. Ja, das müsste ich dann irgendwie mit mir klar machen, ne? Das ist klar. Ja, aber das kann man doch gar nicht mit sich klar machen. Ja, was soll ich machen? Das Wichtigste ist erstmal dein Sohn, dein Junge ist erstmal das Wichtigste. Und nicht deine Hirngespinste, sage ich jetzt mal so. Versuche doch alles unter einen Hut zu kriegen. Ja gut, also wie gesagt, das ist ja der Domian, sage ich mal, was andere nicht verstehen. Du verstehst es genauso nicht. Ne? Ja, natürlich nicht. Aber ich habe doch auch gute Argumente, denke ich, jetzt dir gesagt. Ja, absolut, ja. Ja. Klar, ne? Ich will dich auch nicht runter. Ich will dich auch nicht runter. Ich meine, das ist ja noch nicht fest für mich der Entschluss. Ne? Ja. Was ich jetzt auch Probleme damit meistens habe, ist wirklich, dass ich andere Leute mich so nicht einschätzen können, warum ich das mache. Ja.
zum Beispiel, Problem ist auch, ich ernähre mich dann tageweise dann nur noch von Semmelbröseln meinetwegen, jetzt wenn ich im Wald bin und mein bester Freund, der Kalle Hösig, sagt dann, wie kannst du sowas machen, du schadest dir ja selber, weißt du, damit. Bernd, ne? Ich dachte jetzt noch einen Satz, dann ist die Sendung vorbei. Wenn du auch auf solche ganz extremen Dinge stehst, wenn du dich beweisen willst, auch als Kerl, wenn du schon nicht zur Bundeswehr gehst, dann geh zu irgendeiner Hilfsorganisation nach Afrika. Die brauchen Leute, die wirklich mutig sind und die wirklich was auch in die Waagschale werfen. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja, hoffentlich hat's noch ausgelangt. Alles Gute. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, dieser Anruf hat mein Leben verändert. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Westdeutschen Rundfunk. Hören Sie Nachrichten. Der Ausbildungspakt zwischen Bundesregierung und Wirtschaft ist offenbar fertig. Wirtschaftsminister